Schnick, schnack, schnuck. Prost. Achso, okay. Dann kommen wir zur ersten Kategorie. Das sind die Vereine aus der Regionalliga Bayern. Wir haben die Logos ein wenig verändert. Dann zweite Mannschaft. Eins, erste FC Nürnberg, zweite Mannschaft. Bin ich jetzt? Du darfst. Drei ist dann Augsburg, zweite Mannschaft. Korrekt. Boah, zwei weiß ich gar nicht. Drei, ich glaube, ich weiß. Vier ist FC Memmingen. Korrekt. Ich glaube, zwei ist Schweinfurt. Fünf FV Illertissen. Sechs ist Garching. Ja. Acht Spielvereinigung Bayreuth. Genau. Boah, wie kann das denn sein? Neun Fürth, zwei. Boah. Zwölf ist gut, sechs Rosenheim. Zwölf? Mhm. Also erstmal die 18, Wackerburghausen. Schwer. Das ist die aktuelle. Echt? Welche der 16 fragst, gell? Das ist Türkic, oder? Das hätte ich auch gedacht, aber. Aber dann ist es nicht aktuell. Dann ist nicht aktuell. Türkic spielt dritte Liga. Okay. Jetzt ist halt noch, wir haben da glaube ich noch, ist da noch Buchbach drin? Ja. Auf ist jeden das Fall. Jetzt 13 oder 15? Das ist die Frage. Genau das habe ich mir gerade auch gefragt. Ich nehme die 15. Das ist Frau Buchbach. Oh, das ist richtig. Haben wir da immer noch? Ich sag mal 10 SV Heimstetten. Korrekt. Wie heißt denn das? Da heißt das. TSV heißt das. Heißt das Lech am Rhein oder Rhein am Lech oder irgendwie sowas, oder? Keine Ahnung. Das grüne SV. Wie haben wir denn da noch in der Regionalliga Bayern stehen? Ich bin raus, ich habe keine Ahnung, weiß ich nichts mehr. Für einen Sieg? Wie für einen Sieg? Ja, ich glaube, ich habe angefangen, oder? Du hast ausgeglichen. Wenn ich jetzt nicht weiß, musst ja du noch einen machen, sonst ist ja. Nein, ich weiß nichts. Ich siehst du? Ich weiß nichts mehr. Vielleicht glanzt noch dabei. Du hast gefällt 7, 13, 14 hat gefehlt, oder? Und 17? Ja, 11 hat auch gefehlt. Was waren 11? 7 wäre SV Schlading-Heining. Ja, guckst du 13 genau. TSV 1896 Rhein. Ah, das meinte ich. 14 TSV Hauptstadt und die 17 war der VfB Eichstätt. Und Eichstätt, das haben wir, was ist 11? 11 haben wir auch noch nicht. Viktoria Aschaffenburg. Siehst du, da habe ich geschaut, Aschaffenburg haben wir noch, aber das, ja, aber ich war mit diesem Rhein, war ich gar nicht so falsch. Ich habe irgendwie irgendwas komplett verwirrt. Habt ihr gegen alle schon gespielt, von denen? Ein paar, noch nicht alle. Einige, ja. Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Hier geht es um den WM-Kader von 1990. Ihr wart ein Jahr zu diesem Zeitpunkt. Richtig. Jetzt musst du anfangen, oder? Genau, Lars darf jetzt beginnen. Heinz ist da Augenthaler. Ja. 22 Andi Brehme. 21 Olaf Thon. 20 Stefan Reuter. 2 Guido Buchwald. 3 muss ich gerade überlegen. 15 Bia Litbarski. Puh, das ist nix. 10.
nicht drauf. Schieds. Zähne ist Völler. Rudi Völler. Mit Ach und Krach. 16. Thomas Hessler. 4 ist Andi Möller. 5 Jürgen Klinsmann. 7 ist Thomas Berthold. 11 Andi Köpke. Richtig. 14 Lothar Matthäus. Auch korrekt. 12 Kalle Riehle. Ja. 15 Pierre Paski. Wurde schon genannt. Hast du schon einen Fehler? Hey, ah, da hast du dann weiß ich keinen mehr. Kannst du mir die Nummer 3 nochmal sagen? Ich habe keine Ahnung hier mit dem. Wenn du wahrscheinlich den Schnauze wegnimmst, dann. Ach, ich war ja völlig unaufmerksam. Ist der nicht der. Soll ich nochmal die Zahlen nennen, die noch frei sind? Warte mal, hier 6 ist doch auch. Habt ihr, oder? Mhm. Was haben wir denn noch? Den Schnauze. 13? 13 ist auch noch frei. Die 3, die 6, die 8, die 9. Sag mal, die 6, das ist der Happe, oder? Na, passt schon, er hat gewonnen, passt schon. Ja, aber sag mal, will ich noch wissen. Final, du hast angefangen. Du musst ja, doch. Ist der 6 der Happe? Nein, die 6 ist Hans Flügler. Siehst du? Ja, so aus, wie die sieht hier aus. Nee, ist der Hans Flügler, ist das. Ja, dann habe ich ja falsch. Oh Mann. Ja, ich hätte gedacht, wenn ich das Foto da hinten sehe, was da hängt, noch. Ah, wie heißt das denn der Kollege? Die nächste Folie, da geht's um die Alben von Metallica, wo ihr jetzt quasi am besten den Albumtitel oder den Albumtitel. Das ist schon ziemlich aus dem Cover. Ja, aber das ist eigentlich die 3, würde ich sagen, Master of Puppets. Das ist korrekt. 9 ist Black Album, ja. Black 9. Album. Ich glaube, dass die 10 Injustice for All ist. Korrekt. Hast du gewonnen? Ich hab keine Ahnung. Hören Sie mir. Weiß ich nicht. Die 1 wäre Kills Them All. 2 Ride the Lightning. Die 4 St. Anger. Ja, das ist klar. St. Anger ist klar. 5 Reload. Wie heißt das 7? Ist das Frantic? Die 7 wäre Hardwired. Hardwired, genau. Da ist das Frantic drauf. Ja, und 8 wäre Death Magnetic. Okay. Ja, super. Sehr gerne. Das ist dann der erste Punkt. Bei der nächsten geht's um Bud Spencer und Terence Hill Filme. Boah, wenn die alles so siehst, fängst du an. Leicht verändert. Fängst du oben die 1, Krokodil und sein Pferd. 2 ist, 2 sind nicht zu bremsen. 3. Er lacht es nicht mehr. Überlege. Ich hab viele Titel, aber ich kann die fast gar nicht zuordnen. Hey, das ist doch. Ist das da? Ach, guck mal. Wir wollen sehen, wie 4, gell? Okay. Meine ich ja. Okay, also, 1 war Krokodil und sein Nilpferd. Krokodil und sein Nilpferd, ja. 2 sind nicht zu bremsen. 5 4 Fäuste gegen Rio. 3 ist 2 bärenstarke Typen. 4. Ich hab das Cover von der 4 nicht gesehen. Das ist ein bisschen anders normalerweise, oder? Gut möglich. Das ist nicht, ich, so wie, vielleicht hast du drin vom Auf, oder? Mhm. Okay, 4
4, 2 Asse Trumpfen auf. Hä? Nee. Weiß nicht, weil das Cover ist nicht das. Das ist ein bisschen älter, oder? 4. Möchtest du die 4 noch versuchen? Nee, ich würde dann die 10 machen, das sind 2 Asse Trumpfen auf. 7 sind 2 Pech und Schwefel. 9 sind 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Bei 6 und 8 bin ich nicht sicher. 1 ist 4 Fäuste für ein Halleluja und das andere ist rechte und linke Hand des Teufels. Aber ich bin mir nicht sicher, welche. Ich glaube, 6 ist 4 Fäuste für ein Halleluja. Korrekt. Ja, das ist das 8 oder das andere. Aber was ist die 4? Die 4 ist 2 außer Rand und Wand. So ist genau das, haben wir gemeint. Ja, passt schon. Verdammt. Ja. Und 11 und das ist 2 außer Rand. 11 und 12 ist das alte Zeug, das brauchen wir. Da gab es noch Blut. Zur nächsten Kategorie, das sind die Darsteller der Expendables, die Besetzung. Die wäre ja bestimmt zensiert, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, der Sylvester Stallone, du musst einfach mal. Ich? Ja, der 13. ist der Mel Gibson. Der Mel. Ach, der Sylvester Stallone. 18 ist der Bruce Willis. Der 11 ist der Arnie. Ja, Schwarzenegger. Ja? Schwarzenegger. Ich glaube, der 19 ist der Jean-Claude Van Damme. Korrekt. 17 ist der Jack Daenerys. Yes. Puh, jetzt wird's schon schwer, gell? Ich glaube, der 6 ist der Wesley Snipes. Korrekt. Wow. Okay. Jetzt ein bisschen versteckt im Ding. 4 heißt das. Der Harrison Ford oder so, heißt der da, oder? Ja. 4 Harrison Ford. Haben wir die 7 schon gesagt? Die 7 ist noch nicht gesagt worden. Jason. Jason Statham. Richtig. Fix, wie heißt denn der 12er? Mensch. Ah. Schon wieder raus. Bei mir ist er aus. Keine Ahnung. Okay. Dann würde ich sagen, 5er Antonio Banderas. Korrekt, ja. Okay. Sehr gut. Er schaut schon ein bisschen Fernsehen, oder? Ja. So, die nächste Kategorie. Ja. Oh. Ich bin ja auch schlecht, du. Hat, wie klar, 8 Brasilien. Zwei ist Estland. Ja, bist du deppert. 9 ist, glaube ich, Albanien, oder? Korrekt. 5 Südafrika. Jawohl. Ist 10. Ist das Mazedonien? Ja, da kommt noch was davor, offiziell. Okay, kannst jetzt gehen wir ganz genau. Okay, das ist die Fahne von Mazedonien. Nord- oder Süd-Mazedonien, kann ich dir, gebe ich noch zur Auswahl. Das ist Nord-Mazedonien. Sehr gut. Eins ist Irland. Na? Was ist das? Wir haben es verloren. Scheiße. Was ist das? Elfenbeinküste. Was? 1? Elfenbeinküste. Für die Elfenbeinküste. Ist Irland andersrum, oder? Genau, ja. Ach du Scheiße, da ja, was hat's mir erwischt. Was hätte ich? Ich hätte jetzt sogar. Da hat's mir erwischt. Ich hätte sogar Italien gesagt, keine Ahnung. Nein, das ist ja Quatsch. Das sind Tennisspieler vom ATP-Turnier in Melbourne Anfang des letzten Jahres. Roger Federer. Ist die Nummer? 1. 2 ist der Kyrgios, ja. Kyrgios heißt der, glaube ich. Mhm. Ist der Manderas. 4 Seref. 3 ist die Osaka. 5 ist dann Team. Dominic Team. 6 Serena Williams.
7 ist der auf der Wozniak hier. Jawohl. Spiel ja gar nicht. Ach, bei denen tun mir so schwer, die heißen alle gleich. Nein, das mache ich jetzt nicht. 10 Joker, Djokovic. 12 Rafael Nadal. Ja. 11 Tsitsipas. Ja. Jetzt kommt es. 8 oder 9, wie heißt denn die Junge, die 16-Jährige? Ja, ich weiß nicht mehr. Oder 16, wie heißt denn die nochmal? Aber auch was mit G im Kopf. Ich passe. Ich komme auf die. Ich weiß, das ist die junge Amerikanerin, aber ich heißt, hab keine. Heißt die Goff oder Kjoff? Ja. Kuckuck auf. Kuckuck auf, ja, ich weiß nicht, wie es ausspricht. Das wäre. Ja, mhm. Sauber. Okay, dann hast du jetzt 4 Punkte, oder? Ja, super. Oh, großer Respekt. Ich fühle mich trotzdem nicht als Sieger, weil mit der Flagge, das geht mir auf den Sack. Das ist wirklich, aber auch glaubt ihr. Ja, direkt gesagt. Scheiße.